Welcome App Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT Hilft GmbH. Die Stellung von Frauen in Deutschland. In Deutschland herrscht per Grundgesetz eine Gleichstellung von Mann und Frau, insbesondere in deren Rechten und daraus resultierend auch in deren Pflichten. Aber selbst in Deutschland bzw. Europa ist diese Gleichstellung noch recht jung. Über Jahrhunderte bzw. Jahrtausende wurden Frauen in der Gesellschaft unterdrückt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es immer mehr erfolgreiche Versuche, das zu ändern. Daraus resultieren viele Rechte für Frauen, die in Deutschland auf besondere Weise geschützt sind. Hier ein paar Beispiele für Frauenrechte. Frauen dürfen an den freien Wahlen für Politik und Regierung teilnehmen und selber Politikerin werden. Der oberste Regent der Bundesrepublik Deutschland ist eine Frau, Frau Dr. Angela Merkel. Frauen haben ein Recht auf schulische und berufliche Ausbildung sowie auf die Möglichkeit eines Studiums. Frauen dürfen einen Beruf ausüben. Weder Eltern noch Ehemänner haben das Recht, eine Frau an ihrer Berufsausübung zu hindern. Den Beruf dürfen die Frauen frei selber wählen und sollten dabei vom Arbeitgeber gleichwertig bezahlt werden. Frauen haben ebenso wie Männer das Recht auf Eigentum, als Geld oder in Form von Gegenständen. Eigentum wird als etwas Geschütztes im Sinne der Besitzer angesehen. Auch haben Frauen das Recht, sexuell freie Entscheidungen zu treffen. Kein Mensch darf sie zum Sex zwingen, auch nicht innerhalb einer Beziehung. Sollten sie Opfer oder Zeuge einer solchen Tat werden, wenden sie sich unbedingt an die Polizei. Frauen dürfen sich aussuchen, wen sie heiraten möchten. Erst ab 18 Jahren dürfen junge Erwachsene in Deutschland heiraten. Eine Eheschließung muss ein freiwilliger Schritt von beiden Beziehungspartnern sein, sonst wird die Ehe vor dem Staat nicht anerkannt. Das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit von Frauen und Mädchen steht über allen anderen Belangen. Religiöse oder traditionelle Gründe sind hier keine Entschuldigung. Jegliche Gewaltanwendung oder Androhung gegen Frauen oder Mädchen ist in Deutschland streng verboten und werden hart bestraft. Befürchten Frauen, dass sie Opfer von Gewalt oder Zwang werden könnten oder es bereit sind, gibt es viele Möglichkeiten für Hilfe und Schutz. Es gibt zum Beispiel spezielle Frauenhäuser, Kinderbetreuung, anonyme Beratungsstellen und Schutz durch geschultes Personal. Bitte fragen Sie Berater, die Polizei oder schauen Sie in der Welcome App nach Kontaktmöglichkeiten bei entsprechenden Notfällen und Schutzbedarf.